wir sind wieder zurück mit dem Steel Samurai in Studio. Und so weiter. Nein, ich musste gerade nur die Zeit überbrücken, um die Uhr zu stellen. Okay, wir sind Cody auf der Spur. Das heißt, Cody hat gelogen und wir haben es herausgefunden. Ja, ein wahrer Fan lügt einfach, wenn sein Held mal stirbt oder verliert. Also hier, es geht weiter. Sie behaupten, dass der Mann in diesem Kostüm das Opfer Jack Hammer war. Genau, das tun wir, euer Ehren. Ja, er war an der Probe der Action-Szene dabei. Da wusste er offensichtlich von Will Powers Verletzung am Fuß. Genau, der hat sich als den Steel-Samurai ausgegeben. Aber warum? War Herr Hammer nicht bereits zu Studio 1 gegangen? Das dachten alle. Aber erinnern Sie sich daran, was Frau Oldbeck aussagte? Was hat sie gesagt? Am Tag des Mordes kam ich um 13 Uhr an der Wachstation vorbei. Sie hat den Hammer nicht gesehen. Der war schon zum Studio gegangen. Ja, bevor sie wieder bei der Wachstation war. Und das klingt doch alles sehr verdächtig. Oh, Jack Hammer verließ den Personalbereich nach dem Mittagessen. Aber niemand sah, wie er zu Studio 1 ging. Es gab auch kein Foto von ihm. Genau. Er wartete, bis Herr Powers sein Nickerchen in dessen Umkleide machte. Dann schlich er in die Umkleide und stahl das Steel-Samurai-Kostüm. Aber warum? Warum hätte das Opfer so etwas tun sollen? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Ehrliche Antwort. Ich hab's begriffen. Was hast du begriffen? Hä? Der Steel-Samurai hat sich seltsam bewegt. Jemand anderes steckte in dem Kostüm. Alter. Ja, Kind? Hä, ich? Nee, du stecktest da nicht in dem Kostüm, sonst wärst du tot. Phoenix. Eine kleine Information habe ich doch gespeichert. Was? Ein Foto auf meiner Digicam. Was? Her damit. Rück raus. Zeig es uns. Schnell. Keine Chance. Nicht, wenn sie mich so ansehen. Oh, Miles, was tust du? Jetzt, schnüff. Hier. Okay, schauen wir uns das Foto an. Ist das? Nun, wenn ich es mir so ansehe, ist es schwer zu beurteilen. Ja, ist es auch. Ich würde sagen, jeder könnte in dem Kostüm stecken, aber holla. Ihre Meinung, Herr White? Ich stimme zu, euer Ehren. Das ist kein entscheidender Beweis, nee. Aber es sieht nicht so aus, als sei das der Beweis, den wir brauchen. Ich gebe es zurück. Warte. Was? Zieh dir das Foto nochmal an. Das ist es. Das Foto ist der Beweis, den du brauchst, um diesen Prozess zu gewinnen. Hä, warum? Euer Ehren. Durfte ich bitte noch einmal das Foto sehen? Zeig es ihm. Ja, was denn? Es gibt in dem Foto einen entscheidenden Widerspruch zu den Fakten. Ach du Kacke. Finde den Widerspruch im Foto. Ach du Scheiße. Okay. Der Speer vielleicht? Die tolle Frisur. Studio 2. Ich weiß es nicht. Könnte ich hier nicht mein Dings malen? Studio 2? Was ist gemeint? Der Speer war ja kaputt. Ich tippe jetzt einfach mal dahin. Stimmt nicht, wahrscheinlich. Ich sehe ein Tor. Würden Sie sich da die Zahl auf dem Tor ansehen? Genau. Nun, man kann sie kaum erkennen, aber sie sieht wie eine 2 aus. Genau, eindeutig keine 1. Ha, der war bei Studio 2. Oh, ich bin doch einfach nur gut, oder? Ich bin so gut. Ja. Ja, er versteht, was wir meinen. Oh, wow. Haha, das ist unmöglich. Nein, ist es nicht. Was soll das alles? Bitte erklären Sie es so, dass ich und das restliche Gericht geschockt sind.
Ja, okay, das machen wir. Ich benutze den Übersichtsplan. Die Leiche wurde hier gefunden, in Studio 1. Aber was sehen wir auf diesem Foto zum Tatzeitpunkt? Auf dem Tor steht keine 1. Euer Ehren. Hier ist der wahre Ort des Verbrechens. Der Mord geschah in Studio 2. Zeigt dem Richter, wo der Mord stattfand. Hier. Hier, bei Studio 2. Ich verstehe. Das erklärt die 2 am Tor auf dem Foto. Ja, logisch, ne? Euer Ehren, es ist äußerst bedeutsam, dass der Mord im Studio 2 stattfand. Oh Gott. Der Weg war blockiert? Der Weg zum Wohnwagen war blockiert. Der Weg war um 14.15 Uhr blockiert. Mit anderen Worten, das Opfer ging vorher zu Studio 2. Erinnern Sie sich an Dr. Salmanellas, der Name ist so geil, Aussage? Er sagte, keiner im Wohnwagen sei schuldig, da niemand zu Studio 1 gehen konnte. Und tatsächlich war es umgekehrt. Nur jemand im Wohnwagen hätte den Mord begehen können. Haha! Sie waren die einzigen, die Zugang zum Tatort hatten, Studio 2. Denn dort geschah der Mord. Das ist doch mal ein Ding. Wie Sie sich wohl erinnern, gibt es in Studio 2 einen Wohnwagen. An dem Tag wurde ein Meeting in diesem Wohnwagen abgehalten. Und genau zum Todeszeitpunkt gab es eine Pause im Meeting. In dieser Pause waren Herr Salmanella und Frau De Volquez, keine Ahnung, draußen und aßen Steak. Sie waren am Tatort. Ja, hola! Die Waldfee singt wieder. Der Tatort war Studio 2. Die Person, die Frau Oldbeck, die Wachfrau sah, war das Opfer. Jack Hammer. Herr Hammer stahl aus irgendeinem Grund das Tier-Samurai-Kostüm. Dann begab er sich zu Studio 2. Das ist doch verrückt. Niemals, das ist die Wahrheit. Warum hätte er das Tier-Samurai-Kostüm stehen sollen? Ja, das ist die Frage. Sagen Sie, dass er damit die Aufklärung seines eigenen Todes erschweren wollte? Nein. Ja, das ist eine gute Frage. Oder haben Sie einen Beweis? Zeigen Sie mir den Beweis, dass das Opfer Jack Hammer das Kostüm gestohlen hat. Haben wir einen Beweis? Auch wenn du nicht zu 100% sicher bist, du musst es versuchen. Und ich glaube, dass du einen Beweis hast, der ausreicht, um sie zu überzeugen. Alles oder nichts. Euer Ehren. Ja, Herr Weiß? Ich habe einen Beweis. Oh nein. Nimm die Schlaftabletten. Und? Hier ist er. Den fand ich auf dem Tisch im Personalbereich. Genau derselbe Tisch, an dem Herr Hammer und Frau Power aßen. Auf dem Etikett steht Schlaftabletten. Dem wurden Schlaftabletten verabreicht. Der Angeklagte, Herr Powers, verbrachte den ganzen Nachmittag mit Schlafen. Der war eben mit Schlaftabletten vollgepumpt und hat deswegen auch nichts mitbekommen. Warten wir mal. Dieser Behälter wirft einige Fragen auf, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass Herr Hammer ihn benutzte. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Nehmen Sie Fingerabdrücke. Ich würde gerne den Behälter Fingerabdrücke überprüfen lassen. Wenn meine Behauptung stimmt, sollten Herr Hammers Fingerabdrücke drauf sein. Tja, Malz, da guckst du doof, hä? Und natürlich haben wir recht. Wir haben nicht immer recht, aber wir irren uns nie. Leere Flaschen dem Richter übergeben, genau. Leere Flasche, meine ich. So. Das Gericht unterbricht für heute die Verhandlung. Cody Hackens Aussage hat dem Fall eine neue Wendung gegeben. Ja, der Kleine ist ganz groß. Der Stil-Samurai, den Frau Oldberg sagt, könnte Jack Hammer gewesen sein. Ja, Tatort war Studio 2 und die Personen im Wohnwagen hatten ausreichend Zeit, den Mord zu begehen. Ja, und damit verabschieden wir uns
Und ich sage, bleibt dabei, es bleibt wirklich so spannend und ich verspreche es euch, wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder ist. Und warum hat Hammer das gemacht? Ich sage, bye bye, ciao ciao, adiamos.